Leute, haltet euch fest. Ein neues Verbot ist in der Stadt! Neue Woche, neue Probleme, neues Video. Vergesst das Minarettverbot, Burgerverbot, Kopftuchverbot, Mann. Der neue Shit ist Einreiseverbot! Endlich ein probates Mittel, Sicherheit zu vermitteln. Das Einreiseverbot ist da. Und naja, stellen wir uns mal vor, der IS wäre sowas wie ein Startup. Frisches Unternehmen, die brauchen einen USP und die müssen natürlich mit Leuten werben. Ich meine, das ist ja auch nicht cool. So. Du wirbst ja quasi damit, dass Leute sich in die Luft jagen, dass Leute eigentlich sterben, an die Front geschickt werden. Also wie kriegst du diese verlorenen Seelen in dein Unternehmen? Womit lockst du? Wir brauchen einen Trigger. Was könnte dieser Trigger sein? Ich weiß nicht. Ich meine, ein Glück profitiert der IS nicht davon. Oder? Oder doch? Ich meine, wie würde so ein Trailer aussehen? Wer bin ich? Wo gehöre ich hin? Und warum bin ich eigentlich nicht im Bild? Liebe Schwestern, wahre Männer findet ihr nur hier. Echte Löwen. Außerdem gibt es eine hohe Nachfrage nach Zweit- und Drittfrauen. Und natürlich putzen sich die Häuser nicht von selbst. Lernt Verantwortung zu übernehmen und leistet euren Beitrag für die Umma, die muslimische Gemeinschaft. Früher war ich völlig unausgeglichen und bin bei der Kleinigkeit in die Luft gegangen. Auf der alten Arbeit ist einfach der Funke nicht übergesprungen. War nicht so Bombe. Der Bums hat gefehlt. Ich war häufig von der Arbeit ausgebrannt. Völlig zerschossen. Es war der Terror. Doch dann kam Kaboom. Kaboom. Flexible Arbeitszeiten. Lass dir nie wieder sagen, wann oder was. Jag dich hoch, wann du willst. Aufstiegsmöglichkeiten. Steige direkt danach in den Himmel auf. Verantwortung abgeben. Bereue deine Tat nicht. Wie auch. Weltweiter Tätigkeitsbereich. Wir benötigen demnächst einen Area Manager für den Westen. Internationales Netzwerk. Unsere Schläferzellen sind einfach überall. Also worauf wartest du? Komm um! Rum! Brüder, merkt ihr nicht, wie sie euch verachten? Burka-Verbot, Kopftuch-Verbot und jetzt das Einreiseverbot für unsere Geschwister in den USA. Hashtag Muslim Ban. Sie wollen euch klein halten. Sie diskriminieren euch. Aber vielleicht hat das alles ja auch sein Gutes. Denn wo Allah eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Vielleicht findet ihr eine neue Heimat bei Kaboom.